Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no looks in the band. Legacy. Was geht, YouTube? Ihr sehen könnt, neues Spiel. Und zwar nach langer Zeit Cyberpunk 2077. Habe ich mir vor kurzem geholt und jetzt gucken wir mal, wie es vorangeht. Neues Spiel. Ach Gott. Immer diese Auswahl. Normal, sehr schwer. Ja, natürlich. Egal. Ob das denn wirklich so aussehen wird, so hier in der Optik. Oder ob das nur so aussieht. Schwer, normal. Einfach ist gar nichts, Digga. Nee. Einfach ist langweilig. Sag ich euch so, wie es ist. Wir brauchen schon Action. Dann mal let's go. Ich sag gespielt. Also ich hab mal reingeguckt, ne? Ich habe mich nicht komplett spoilern lassen. Aber das Luxusproblem sieht auch irgendwie nice aus. Ich habe eher so eine Luxus, oder so was Street Cat. Ja, nee, nicht wirklich. Und das hier. Da habe ich mich da schon reingeguckt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zu Konzern. Das wird scheiße. Geil, die gute Charakterentwicklung. Ja, ich habe ein bisschen was geguckt, aber ich habe wirklich nicht das ganze Spiel angeguckt. Also nicht über die Hälfte. Also wir haben echt einiges vor uns und ich werde erstmal meinen Charakter stellen. Also bis gleich. Wir sind fertig. So sieht so ein Charakter aus. Ich weiß, sieht relativ scheiße aus, aber ich will endlich mal das Spiel starten. Und das werden wir auch jetzt machen. Sorry wegen die Hintergrundgeräusche, das sage ich jetzt schon mal. Das sind meine Skills. Ich hoffe, ich komme gut damit voran. Wenn nicht, habe echt scheiße gebaut. Und ich sitze in der Falle. Egal. Die haben wir schwer gemacht, Digga. Jetzt geht's erstmal los. Das Spiel kostet, glaube ich, immer nur 70 Euro oder so. 70, 60, keine Ahnung. Aber es lohnt sich, meiner Meinung nach. Glaube ich. Weil der Trailer verspricht einiges und ich sehe gerade, mein Kabel ist kaputt. Also das eine Kabel ist ja komplett im Arsch, Alter. Wieso verbiegt sich das Kabel immer? Ich mache ja noch nicht mal was. Scheiß drauf. Ist egal. Ach, da oben lädt es ja. Ups, habe ich ja nicht gesehen. Aber ja. Jetzt haben wir wenigstens etwas Neues zum Spielen. Ach, BeamNG hat auch ein neues Update gemacht. Will ich auch noch ein Video dazu machen. Und bei Payday ist halt nur Geburtstag, ne? Ich glaube, eine neue Waffe ist zu kommen sofort worden. Let's go! Reisen in die Zukunft. 2077. Ob die Corona-Pandemie noch da ist? Wir werden es gleich sehen. Mitarbeiter. I'm sorry, wenn es leckt, ne? What? Wie? Bist du da? Nein. Ja. Ja. Ich bin hier. Alles okay? Nö, ich hab gerade. Ja. Nichts. Musste nur mal durchatmen. Klang, als bräuchtest du neue Eingeweide. Okay, wartet mal kurz, Leute. Ja, ich hab gekotzt. Was? Dein Job wird dich noch umbringen. Ach, fuck, Mann. Noch bin ich nicht tot, ja. Bin noch nicht tot. Mann, mach doch! Keine Sorge, noch bin ich nicht tot. Ich hab diesen scheiß Xbox-Controller. Genau. Noch. Ja, dabei bleibt es auch. Wie auch immer. Was ist los? Gibt's ein Problem? Ja, Mann. Was willst du? Genau, mach ich. Wir hatten einen Datenleck. Mein Boss hat mich reingerufen. Wir mussten was tun. Alle im Night City HQ sind nervös. Bin auch nervös. Aber dafür können sie dir nichts, oder? Du musst ständig ausbaden, was andere verkacken. Ja, und? Jackie, wer für Arasakas Spionageabwehr arbeitet, fuck, ist immer fuck, am Arsch. Fuck. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Was? Aufstehen, ich muss los. Mach dir keine Sorgen um mich. Nee. Ich muss jetzt los. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Ist so. Buona Schulte. Ja. Da ist bloß so Night City. Oh, ich hasse diesen Controller.
Okay, warte mal kurz, Leute. Ja, ich sage euch jetzt schon mal Bescheid, dass das Video, also wird es im nächsten Video besser sein. Ich habe keine Ahnung, wie sich das mit der Grafik und so verträgt. Aber verlasse das Bad. Digga, was ist das für ein Bad, Alter? Ups. Ich muss mir klarkommen mit Controller und so. Wieso rennt man so bekloppt? Okay. Hallo? Erinnern wir sich an Watch Dogs, da gab es auch. Oder irgendwo spielt das halt auch mal so. Ich hab Probleme. Kann ich schneller laufen? Nee. Nee, ich kann nicht. Ja. Gebietssicher. Soll ich mir das jetzt auch machen? Wieso rennt man das so bekloppt? Warum hängt das so, Alter? Moin. Was eine Glatze. Ach, jetzt schon wieder. Verdammt, wie? Du solltest schon vor einer Stunde hier sein. Chill mal da. Ich wurde aufgehalten, bin aber gleich da. Scheiß Frankfurt. Das wird uns Abernethy schön aufs Brot schmieren. Ah, muss auflegen. Ich bin in meinem Büro. Jo. Und beeil dich. Ja, ja. Pass dich nicht an. Du hast Gebiet betreten. Na, herzlichen Glückwunsch. Digga, was? Warum? Ey, das war ungewohnt, mit Controller jetzt wieder zu zocken. Geht das mit dem Maus und das ist besser? Wäre genauso langsam. Wie lange braucht dieser scheiß Aufzug? Oh. Militech hat drei von uns erwischt. Mr. Jenkins erwartet. Hey, wie? Ist ja ewig her. Was schätzt du? Ich bin's, Frank. Wir kennen uns seit Icefall. Ah, jetzt steht da eine Flasche im Weg. Erinnerst du dich? Ah, ich erinnere mich, wie geht's dir? Ich hab's eilig. Tschüss. Hör zu, tut mir leid, aber ich hab's eilig. Wir reden ein andermal. Adios. Okay? Notfallverfahren okay. Aktiv. What? Systemsicherheit bestätigt. Lul. Darf ich mit rein? Darf ich? Nee, dann nicht. Geh nicht hin. Aber das ist Jenkins Junge. Bitte betreten Sie den Vorraum. Ja, dann mal auf. Uff, Alter. Nee, ich geh weg. Scheiße. Digga, oh Mann, ich dachte, das war real. Setz dich, wie bin gleich bei dir. Nö. Wir müssen das Abstimmungsproblem klären, ehe wir unsere Wolken der Stützpunkte verlieren. Sie fangen gleich an. Wie ist die Lage? Scheiße. Mhm. Der steht immer noch Corona-Pandemie. Das war zu erwarten. Immer hier Dings hier, dieses Live-Dingsbumster. Oh. Du weißt, was zu tun ist. Leg los. Krass. LOL. Ey, war auch Luftschiff. Direktorin Abernethy? Ich hab die Abstimmung gesehen. Was zur Hölle war das? Weiß ich nicht. Eine Grundreinigung. Nach dem Bockmist in Frankfurt am Main. Wie wir es besprochen haben. Ich habe das Problem beseitigt. Will die Stadt uns hier machen. Ah, laber nicht hin. Wir haben die Lizenz verloren. Ja, jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Ja. Das ist gut. Wir sind mit dem Thema noch nicht. Ich hasse. Hat er halt Schlampe gesagt? Aber Nathy hat dich nicht zum ersten Mal hintergangen, oder? Nein, nicht zum ersten Mal. Was eine Schlampe. Hat mich mal vor den Japanern schlecht gemacht, damit sie die Stadt... Eieiei, ich werde alt. Kriegt. Ich geh da mal raus, ja. Doch nicht. Mann, ich hasse das mit dem Controller ohne Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? Damit ich nichts Dummes tue. Ja, ich komm da nicht hin. Die Kackscheibe braucht mich. So, jetzt mach. Ich erledige die Arbeit, zu der sie nicht den Mumm hat. Oh mein Gott, das leckt wieder rum, Alter. Ohne Scheiß, das Spiel macht jetzt schon keinen Fun mehr. Ich sag jetzt übrigens, ich hab keine Ahnung, ob ich überhaupt noch weitermache. Was würdest du? Was? Du musst dich wehren. Abernethy zeigen, dass du nicht ihr Fußabtreter bist. Du hast recht. Verpass ihr einen Denkzettel, dann respektiert sie dich. Ja, Mann. Sieht aus, als sehen wir das ähnlich. Bringen sie aber nicht um. Das ist auch nichts von. Jetzt krieg ich Geschenke. Nimm das.
Ein Datensplitter? Ein Vertrauensbeweis. Mach schon. Nimm. Ich habe das Gefühl, dass ich hier in die Luft gehe, wenn ich mit dem Ding irgendwo reinsetze. Und der macht's. Das habe ich die letzten Wochen gesammelt. Biometrik, Traumateamkarte, Namen nahestehender Menschen. Digga, dieses Alter. Liebhaberin. Dieses Gesicht. Bankkonto millionenbereich. Alles. Und ich hab. Maschallah, 121.000. Nimm die Infos und sorg dafür, dass Abernethy kein Problem mehr darstellt. Jo, ich kauf mir ein Benz. Ich soll mich wehren. Ey, wo ist denn hier ein Autohaus? Und was passiert, wenn ich mich weigere? Boom. Frag nicht so was Dummes. Das ist keine Bitte, wie? Wieso nehmen wir denn hier wie? Ich denke, wir verstehen uns. Und nimm das hier. Maschallah, wie viel? Nur dieses Geld. Komm, und finde die Richtung für den Job. Keine Konzernleute. Was die Kernaufgabe angeht. Alter, Digga, ich hab am Anfang von der ersten Mission 167.794. Sehr gut kennst. Klar? Ich weiß nicht, was die Währung ist. Ich hab schon verstanden. Gemacht. Gut. Ich erwarte deinen Bericht. Und viel Glück bei der Sache. Jo. Mein AV wartet draußen. Du kannst ihn benutzen. Ja. Enttäusch mich nicht. Danke. Boah, Junge, Alter, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht mal, was die Mission ist. Was geht? Geh mal weg. Erlasse Jenkins Büro. Präsident? Ich hab grad zu tun. Schick sie mir einfach. Malaka, da kannst du per E-Mail schicken. Wie? Alles okay? Hab ich ein Smartphone? Wie läuft's in der Schlange? Sprich mit Jackie. Geh zu... Schlangengrube. Ist so. Das ist noch milde ausgedrückt. Oh Mann, Digga. Hast du Ärger? Ja, nee, noch nee. Nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Hallo! Was geht? Das klingt eher nach einem Ja. Wir treffen uns in einer Stunde im Lift. Ja, ja, halt's mal. Okay, ich muss mich hinsetzen. Ja. Ach ja. Worum geht's diesmal? Gucken wir mal, was in der Schublade ist. Buße, nee, benutzen. Ah, fuck, ich wollte die mitnehmen. Maschallah. Ey, nehmen wir mal mit, Alter. For real, ich könnte mich hier die Sicht gar nicht gewöhnen. Ich wollte die mitnehmen. Aber okay, okay, okay. Warte, benutzen. Ich hab ein PC. Lul. Nachrichten. Mit den Stars, alles klar. Ja. Ja, okay. Okay. Überfliegen einfach mal so. Dateien. Was hat er wieder geschickt? Cool. Es gibt ein Internet? Lol. News. Reiseführer. Alter. Wo kann ich mir ein Auto kaufen? Scheiße, VW. Nein! Ja. Aufstand, egal, ist mir egal. Ist mir egal, ich habe ein Büro. Ich brauche einen Stempel von dir. Möglicherweise ist einer von uns aufgeflogen. Wer? Schon wieder Frankfurt? Nein, geht um was Lokales. Okay, gib mir die Kurzversion. Unser Agent bei Biotechnica vermutet, dass er enttarnt wurde. Sie haben ihm kürzlich Sicherheitsstufe Rot gewährt. Okay. Höchste. Jo. Komm zum Punkt. Yeah. Die sind zu. Ja. Yeah. Sollen wir ihn raus? Holt ihn raus, aber still. Jenkins wird... Kümmere ich mich. Nein! Ich mache doch keine Zusatzmission, Mann. Ich werde hier nicht fertig mit dem Game. Okay, ich habe jetzt mal angefangen. Ich will raus aus dem Gebäude. Kann ich schneller laufen? Wie geht das? Oh. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, ich auch nicht. Ich muss! Hallo! Garage. Tschüss. Ey, wenn da jetzt kein Lambo oder Porsche drin steht, ne? Ich... Ah, moin. Zugriff gewährt. Zugriff verweigert.
Ruf. Alter, niemals, Digga. Niemals. Guckt euch diese Maschine an, Alter. Ah, oh, da ist ein Taxi. Ich wollte ihn selber fahren. Egal. Sieht mies geil aus. Und bitte nennen Sie Ihr Ziel. Ja, das ist mal cool. Verstärkte NCPD-Präsenz und Aktivität in Haywood. Es gibt keine offiziellen Stellungnahmen. Gibt's hier keine Fenster? Abgefangene Funknachrichten sprechen für einen Max-Tech-Einsatz in der Gegend. Ist ja scheiße. Großflächiger Ausfall des Stromnetzes gemeldet in Santo Domingo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aktivitäten in allen anderen Bezirken weisen keine Abnormitäten auf. Okay. Neues Ziel, Lizzie's Bar. Schon unterwegs. Der wird mit dem. Maschallah, ihr guckt euch die Seite. Ich will rausgucken, rausgucken. Okay, so sitzt mich. Alter, Digga. So lässt sich's leben. Stellt euch vor, Mobil, das würde so aussehen. 2077. Alter. Alter, Digga. Sieht schon geil aus. Später haben wir es überhaupt. Nee, ich will keine Nachrichten gucken, hören. Sieht geil aus. Aber zu dunkel. Schon nice. Könntet ihr euch vorstellen, in dieser Stadt, diese Zeitalter zu leben? Also ich will schon irgendwie. Hologrammwerbung. Digga. Wie das aussieht, ey. Herr Live-Coach. Hallo, wie? Moin. Ja, wir hatten doch erst Ende der Woche einen Termin. Quantified Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Bei dir alles in Ordnung? Ja, ja. Ja, bei mir läuft alles prima. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. Dreimal täglich. Das wird dir helfen. Glaub mir. Sicher, okay. Wir sehen uns. Boah, die gehen mir nicht auf den Sack mit dem perfekten Radio. Der ist aber auch irgendwie so traumatisiert. Ich meine, wenn man von jetzt auf gleich in dieser Zeitalter kommt, ist schon scheiße, aber... Bruder. Sieht irgendwie deprimierend aus. Keine Ahnung. Ob es nachts ist oder tags. Was ist das? Eine Zahnbürste? Digga. Es konnte kein ausgewiesener Landepunkt am Zielort ermittelt werden. Lande einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf neuen Parametern. Oh, Stripclub. Ja, mit einer Axt. Krachst du jetzt da rein? Bruder, ich dachte gerade, ne? Ah, wir sind da. Okay, cool. Sieht das hier aus wie ein Landeplatz? Du hättest uns umbringen können! Digga, das ist ein Landeplatz. Nein, hey, hey, wir wollen echt gerne Ärger mit dir. Wie kann ich Glück gehabt, Digga? Fotomodus? Ach du Scheiße. Ja, das kommt gut später. Ja, mal gucken, ob das mit der Maus besser geht jetzt. Sieht nach Ärger aus. Gar nicht. Nein, kein Ärger. Ich bin geschäftlich hier. Schön zu hören.
Ja. Okay, wir werden das mal versuchen, so zu zocken mit Maus und Tastatur. Ja, willkommen zurück. Joa. Ja. Da unten ist ja. Wie? Ja. Wie sein? Also ich muss nicht beim nächsten Mal was Neues einstellen. Echt schlimm, wie ich Bewegungsscheiß. Kommst nicht auf. Geld! Schön dich zu sehen, Cabron. Jetzt setz dich und sag mir, warum du so mies drauf bist. Weiß ich auch nicht. Auch schön dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Es geht, Bruder. Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen. Wenn Eddies? Das war die Währung. Du weißt ja, wie es ist. Kann mich nicht beklagen. Aber hier geht's nicht um mich. Okay. Erzähl mir von deinem kleinen Problem. Datensplitter. Nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Nein! Ein Job für eine Crew. Das ist mein Geld. Vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm. Okay. Genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Dachte, ich kann immer auf dich zählen, Jack. Du kennst mich. Ich habe schon so einige krumme Dinger gedreht. Aber das ist nicht mein Stil. Und deine auch nicht, hätte ich gedacht. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betrinken wir uns und reden übers Leben. Bin dabei. Das erstmal mit da. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Wie kann man eigentlich die Antwort variieren? Ah. Auf das hier. Und los. Das ein Toast. Gib uns die Scheiße runter. Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama. Deine Hermana. Auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nicht. Auf das hier. Dieser Job und all der Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Un pacto con el diablo. Sag ich schon. Digga, das triggert mich so hart, dass es so lange ist. Alter, kann man das nicht irgendwie einstellen? Boah, Digga, das fickt grad übelst. Gameplay. Ja. Das ist immer ganz schwierig, hier doch noch ändern, lol. Zielhilfe, ja. Ziel fassen. Modus Blende mal, ja. Ich hab keine Ahnung, Digga. Ich muss später nahe gucken oder so. Einmal weiterzocken. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. Ja, kommt passieren. So sind die Regeln, Jack. Wer nach oben will, muss sich eben richtig reinhängen. Tja, du bist aber nicht oben, sondern Saburo Arasaka. Du bist nur der Pendejo, der ihn dort hält.
arbeite für dich, lebe für dich, ist der einzige Weg. Ja, Mann. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Hey, was wird das? Gibt's ein Problem? Was willst du jetzt? Ist das korrekt? Was? Hat Jenkins euch geschickt? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Korrekt. Aber wir kennen dich sehr gut. Das ist schön für dich. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Bro, ich denk nicht. Glaub nicht, Bruder. Nein, das werde ich nicht. Es geht nur mich und Jenkins etwas an. Ach, fuck! Ach. Na, wie geht's uns so? Ja. Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Mein Bankkonto. Wie zum Henker? Habt ihr es rausgefunden? Das hat dich nicht zu interessieren. Die Daten, sofort. Aber ich will die gar nicht geben. Ich muss ja. Die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Was das? Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit! Komm schon, los! Oh ja, ich bitte. Ich glaube, wir haben vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Und könnte ungesund für euch sein. Ja, claro? Bruder. Ist das eine Drohung? Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht ein Atom. Nö, ich kann so nicht schießen, ich bin Controller. Wir haben, was wir wollen. Das reicht fürs Erste. Ich probier's jetzt erstmal noch was aus. Wie? Alles klar? Wie fühlst du dich? Scheiße, Bruder. Richtig? Ja. Scheiße. Mein Hals ist wie Sandpapier. Ich kann kaum atmen. Oh, wir verrecken jetzt schon im Spiel. Jo. Gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das war's. Wie sieht mein Bankkonto aus? Digga, der hat mich über 100 verfickte 1000. Alles dahin. Abgezockt. Ich würde sagen, du konntest nicht. Ja, komm. Außerdem ist. Ach, aber verloren ist das. Aber ein schöner Batsch. Genau, Cabro. Hey, hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Oh, nee. Wie?
Nano. Dein neues Leben beginnt genau jetzt. Na, herzlichen Glückwunsch. Jo, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Mit dem ersten. Ich hab keine Ahnung, ob es noch weitere kommen wird. Weil, Bruder, keine Ahnung. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100. Ja, Digga, das ist das war. Ich hoffe, euch hat das irgendwie gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann nicht, weil. Oder keine Ahnung. Dann zocke ich es offstream weiter und. Joa. Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos. Das seht ihr nächstes Mal. Von daher, tschö. Da fällt mir mit. Ein. Ich hab da. Easy go.